Houston Intercontinental traffic, Sun Country 681-737, 15 miles, 26 left, Houston. Houston Traffic United, 2473, short final runway, 26 left, Houston. Okay. Guckt euch das einmal an. Das ist doch, also das ist wirklich, das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben in dem Interview. Das gab es einfach vor ein paar Jahren noch nicht. Guck mal da, da ist Traffic. Das ist wahnsinnig. Das ist einfach nur wahnsinnig und genial. Und wir fliegen jetzt absolut und sowas von direkt in Scheißwetter rein. Herzlichen Glückwunsch. Ah, das wird jetzt lustig. Jetzt kommen wir ins schlechte Wetter. Und das ist das, was hier auch tatsächlich gemeldet war. Womit wir ja also eigentlich rechnen müssen. Wichtig ist, dass wir jetzt... Houston Traffic American, sorry, Houston Traffic United 2473 Clarifer Runway. 26 left with taxi to Charlie Tree, via November Charlie, Houston. Ja, American oder United ist ja jetzt fast das gleiche. Kleiner Scherz, bitte köpfe mich damit. Houston Traffic, Sun Country 681, 5 miles, 26 left, Houston. Ich versuche auf 5000 Fuß zu gehen, hoffen, dass wir dann was sehen. Okay. Keep the traffic reaching jet lining up and waiting. 15 left. Ich will nichts sagen, ne? Ich will ja wirklich nichts sagen. Aber das ist Scheißwetter.
So. Speedbrake ist an. Kurz einmal anmerken, wir haben hier Arlington Airport, also wir fliegen tatsächlich jetzt gerade einmal genau drüber und auch sehr tief, ich weiß, aber wir haben hier keinen Traffic. Hello Arlington. Wahnsinn. Hier können wir schon mal sehen, was gleich uns kommt. Also wir werden hier gleich in diese Richtung einmal landen. Ja. Was erwartet uns? Ein hoffentlich schöner Anflug. Einmal kurz gucken, hier unsere Triebwerke laufen wunderbar. Da ist nichts auszusetzen, wirklich gar nichts. Wir gehen gleich auf 3000 Fuß runter. Und das werden wir dann auch so ein bisschen als unseren Ansatz nehmen für den Final Approach. Gucken wir mal, ob GSX was von sich gibt. Das habe ich nämlich befürchtet, dass wir jetzt hier den Infinite Loading Screen haben. Ist aber gar nicht schlimm. Wir schaffen es auch ohne. Gut. Ich würde mal sagen, brauchen wir jetzt gerade nicht. Können wir gleich am Boden wieder anmachen.
jetzt kommt wirklich nochmal eine recht coole Sicht nach rechts unten. Nur mal so zum Genießen und Anschauen. So, wir gehen in den Final Approach. Und setzen Flaps 1. Hoffentlich capture den Glidestop jetzt automatisch. Das wäre wünschenswert. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ja, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Weiter mit den Flaps. Speed Brake gesandt. Jetzt kommt unser Gear. Checked.
Laps gehen voll. Houston Traffic for Arlington Airport, approach U11 on 5 miles final for runway 35 left. Checked. Five hundred. 200. Continue. Fifty. 40. 30. 20. Reverse a green. Manual brakes. Also gehen rein. That was a very smooth landing. Kurz. I think traffic if export you want one runway trip I've left the cat. APU fährt hoch und wir gucken noch mal, ob GSX mitmacht. Ansonsten rollen wir jetzt dahinter zum Lone Star Flight Museum. Wirklich, GSX scheint nichts tun zu wollen. Okay, dann rollen wir selbst. Zuallererst mal möchte ich euch ganz, ganz herzlich
hier am Ellington Airport in Houston begrüßen. Aktuelles Wetter haben wir 25 Grad Celsius, wie ihr seht. Das Wetter ist nicht das Schönste. Das soll uns aber nicht davon abhalten, hier noch gemütlich zu unserem Zielgate zu rollen. Jeder, der es noch nicht mitgekriegt hat, wir rollen jetzt nicht zu einem normalen Gate, sondern wirklich direkt zum Museum. Hier über den Taxiway Kilo, der wirklich genau so breit ist, dass wir mit unserem A310 hier drauf rollen können. Ja, wobei, wisst ihr was? Bleiben hier vorne stehen. Ist dann doch realistischer. Rollen wir uns hier in eine angenehmere Position. Das passt. Unsere APU bereit. Unsere APU ist bereit und damit gehen die Engines. Ja. Und damit gehen unsere Engines einmal aus. GSX öffnet sich automatisch. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass sie hier irgendwas tun wird. Wie erwartet, nichts. Ground Power is available. Da können wir die APU ausmachen. Und können auch sämtliche Fuel Pumps einmal ausmachen. Das geht übrigens auch aus. Das können wir ausmachen. Das können wir ausmachen. Wir können unsere Türen mal aufmachen. Aber wartet, wir lassen die noch einmal kurz zu. Für einen letzten Screenshot. Jetzt können wir die Türen gerne öffnen. Und ihr werdet sehen. Ja, wir haben jetzt leider keine Treppen, aber es reicht, um zu verdeutlichen, was wir jetzt hier machen. Forward Cargo und Bulk ist offen. So. Alles wunderbar geklappt. Butterlandung, wirklich eine Butterlandung. Und ich würde mal sagen, das war schön.
Entschuldigung, falls ihr das gehört habt, das musste. Ich habe nur meinen Kopf bewegt, das ist von alleine passiert. Das können wir auch ausmachen. Die Breakfans müssten wir jetzt mal gucken, nochmal drauf. Sicher, sicher. Hier. Ja, es ist immer noch recht heiß, aber da gar keine anderen arbeitet, können wir das jetzt zumindest mal ausmachen. Durch Multiple Failures ist aber alles nicht so schlimm. Und das Wichtigste, was ich ganz vergessen habe. Ihr dürft euch selbstverständlich wieder abschneiden. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es war ein langer Flug, vor allem vielen, vielen Dank an die, die den ganzen Tag dabei waren. Es war ein langer Flug. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe. Übrigens, hier hinten ist das Museum, wo die Expo stattfinden wird. Es hat echt Spaß gemacht, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Abend. Ich verabschiede mich jetzt in den Feierabend. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und an alle, die heute Teil von uns geworden sind, herzlich willkommen an Bord von Mockingbird Air. Wir freuen uns über jeden Piloten. Macht es gut, habt einen schönen Abend und always happy landings. Bis zum nächsten Mal. JSR Classics. Yeah, we went there. I want to break free. JSR Classics. JSR. No matter your taste in music, Jetstream Radio has something for everybody. Come and join our incredible on-air personalities this week for the best mix of all your favorite music on JSR Hits and JSR Classics. And if you'd like to become a member of our DJ family, submit your application at jetstreamradio.com, where we do radio different. Jetstream Radio. You have young people who are interested, old people who are just learning to fly, and everything in between. Professional pilots, newbies who've never been on an airplane, a whole mix of interesting people. It's all here to just try, and you got to see it. It's watching a video about this stuff. I'm going to try to make my best video that I can about simulation, how it applies to me. But there's too much here to even cover. You got to see it here. You got to be here to see this stuff. It's amazing where it's at. Everything I see is going through a lens of how could I use this tool to either save money in flight training or become a better pilot. Come, as simple as that. There is just so much content here. The people and the relationships and the memories that you build from it are just, you'll never forget it.
Oh my gosh, you totally have to come. I think it just gets bigger and better every year. This is the place to be in the US for reaching the flight sim audience. We can go to as many gaming conventions as we want, but if we want to talk to the actual flight simmer, this is the only place we ever consider. You need to be here. There's so much knowledge and power in this room. If you want to learn about it with simulation or learning to fly or almost anything in aviation, I mean, it's right here. Get your reservations now.